Wo gehobelt wird, da fallen Späne, heißt es. Modellbau ist aus dem Architekturstudium nicht wegzudenken. An der BTU Cottbus-Senftenberg haben Studenten deshalb die Möglichkeit, die Modellbauwerkstatt zu nutzen. Mithilfe schwerer Maschinen und geeigneter Werkzeuge entstehen hier einzigartige Bauwerke und ganze Stadtansichten. Alle Studenten, die immatrikuliert sind, dürfen hier arbeiten. Sie müssen hier erstmal einen Kurs belegen, damit sie überhaupt hier überhaupt rein dürfen in die Werkstatt. Wenn sie diesen Kurs belegt haben, kriegen sie einen Ausweis von der Modellbauwerkstatt und mit diesem Ausweis dürfen sie dann hier direkt arbeiten. Hier gibt es viele Möglichkeiten an Materialien, das kann man hier wunderbar sehen, was wir für verschiedene Materialien haben. Wir haben MDF, Styrodur, Sperrholz und ganz viele andere Sachen noch, die die Studenten zur Auswahl haben, mit denen sie bauen können. Neben den vorhandenen können auch mitgebrachte geeignete Materialien verarbeitet werden. Aber trotz Werkstattausweis und Sicherheitsbelehrung gelten bestimmte Regeln für die Gerätenutzung. Also wir sind jetzt hier im Maschinenraum. Das ist der Raum, in dem gewisse Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind und zum Schutze der Mitarbeiter und auch natürlich vor allen Dingen der Studenten ist es notwendig, einen Gehörschutz zu tragen. Denn hier sind Maschinen, die sind einfach mal laut. Es gibt hier verschiedene Maschinen, die dürfen Studenten bedienen. Und dann gibt es aber auch eine ganze Reihe an Maschinen, die dürfen die Studenten nicht bedienen. Daran arbeiten nur die Mitarbeiter dieser Werkstatt, weil das Gefährdungspotenzial einfach mal viel zu groß ist. Ja, das hier zum Beispiel, das ist eine Kreissäge, an der arbeiten die Mitarbeiter nur, denn die ist einfach mal viel zu gefährlich, als dass dort Studenten daran arbeiten dürfen. Da gibt es hier Zettel. Hier beispielsweise dieses, das ist eine Materialliste. Auf dieser Materialliste müssen die Studenten dann die Länge, Breite, Dicke eintragen, die Materialart. Und wir als Mitarbeiter sägen dann diese Materialien zurecht. Dieses System ist für Studenten nur einer von vielen positiven Aspekten. Man hat alle Werkzeuge da, um seine Modelle zu bauen. Das ist ziemlich gut. Modellbau ist generell zeitaufwendig, aber deutlich reduziert, einfach durch die Materialien und die Werkzeuge, die man hier zur Verfügung hat. Zusätzlich natürlich auch durch die Beratung, denn die Mitarbeiter haben Erfahrung im Modellbau. Durch die Betreuung der Studenten über die Jahre hinweg. Das heißt, sie können dann immer ein relativ gutes Feedback geben und auch Lösungsansätze bieten, wie beispielsweise gewisse modellbautechnische Probleme gelöst werden können und das zeitgünstig. It's very comfortable because Universität gives us chance to work with different materials and it's actually very easy, it's very cheap. What's very important because we're students and also it's very interesting because as you come to this place, first of all, you must always be very cautious because working with the machines is very dangerous and people here are actually taking very good care of us, they are helping us every time. Wer seiner Kreativität nun freien Lauf lassen und hier seine Vision als Modell umsetzen möchte, findet die Modellbauwerkstatt im Lehrgebäude 2b im Raum BO26. Aktuelle Informationen zur Werkstattordnung und den Öffnungszeiten sind auf den Seiten der BTU zu finden.